Moin und willkommen zum Ausblick hier auf dem Sieghaus-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir blicken voraus auf Update 091 hier auf dem PTS. Ich möchte euch ganz kurz auf den aktuellen Stand bringen. In Update 091 werden die royalen Token oder die königlichen Marken Einzug halten und werden eben die britischen Marken ablösen. Ihr habt hier wieder die täglichen Lieferungen, die ihr nutzen könnt mit Creditpunkten, Tarnungen, eben diese Token, die ich schon genannt habe. Am Ende gibt es auch wieder ein bisschen Dublonen und ein bisschen Premium-Spielzeit. Und dann landet ihr im neuen Londoner Hafen, der nämlich jetzt so ein bisschen im Sonnenuntergang ist, also an einem späten Nachmittag oder späten Abend dargestellt wird. Ich persönlich finde ziemlich atmosphärisch, dann wird er ja wieder so ein bisschen umgekleidet hier, die britischen Flaggen und so weiter. Ja, das ist eine rein optische Geschichte, aber dann geht's schon weiter. Ihr werdet nämlich Direktiven erfahren, und zwar diese hier. Es wird wieder drei Direktiven geben, am Ende gibt's immer diese königlichen Marken, kann man sagen. Und zwischendurch nimmt er halt hier ein bisschen Kohle und seine ganzen Sachen mit. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das, was jetzt hier an Aufgaben steht, ist nicht repräsentativ. Das kann sein, dass das auf dem Live-Server nachher anders aussehen wird. Ja, vielleicht auch deutlich schwieriger. Denn am Ende der ganzen Geschichte, an der vierten Direktive, bekommt ihr ein Premium-Schiff geschenkt. Und zwar den britischen schweren Kreuzer London. Und der hat halt zum Beispiel die Möglichkeit, als einziger schwerer Kreuzer nach meinem Wissenstand sich in Zukunft nebeln zu können. Auch das Work in Progress, das war die Version, die ich damals testen durfte. Aber man weiß natürlich nicht, ob es so bleibt, aber ich wüsste jetzt nicht, dass da Änderungen vorgenommen wurden. Ne? Also ihr habt die Möglichkeit, euch wieder kostenlos ein T6-Schiff zu erfarmen. Und was machen wir jetzt alles mit diesen königlichen Marken? Ihr könnt damit in die Waffenkammer gehen und da gibt es dann einen Reiter, britische Marine 2. Ja, und da können wir diese Token dann eben einlösen. Wir haben hier Dublonen, wir haben Warships Premium-Spielzeit, Flaggen, Creditpunkte, mehr oder weniger das Übliche. Schön, dass wieder Dublonen dabei sind, dass man die umtauschen kann. Aber ihr könnt nicht nur Dublonen dafür bekommen, sondern ihr könnt auch Dublonen einlösen und dafür Marken bekommen, nämlich bis zu 40 Stück. Das sind dann hier wieder diese Zufallspakete, wo ihr vorher seht, was in den Zufallspaketen drin ist. Aber 40 Marken, so wie ich das sehe, sind eigentlich immer dabei. Und hier gibt es dann 48 verschiedene Pakete, die ihr einlösen könnt. Wenn ihr möchtet, rein freiwillig natürlich. Und ihr seht dann hier auch, welche Sachen da eben spezielle Bonis leisten. Eine Sache fehlt allerdings, die hier in der Waffenkammer dann für Marken zu bekommen sein wird. Und zwar der britische Kapitän Andrew Cunningham. Der hat einzigartige Talente und Fertigkeiten. Und die drei Talente möchte ich euch kurz vorstellen. Einmal blitzschnell, erhöht die Geschwindigkeit eures Schiffes und eurer Staffeln um 5%, nachdem ihr zwei Bänder Überflutung verursacht verdient habt. Das sind die, die man mit den Torpedotreffern bekommt, dass eben das Schiff mit Wasser vollläuft. Ne? Diese blauen Bänder sind das. Das könnt ihr eben besonders gut mit Zerstörern oder eben Flugzeugträgern erreichen. Also ein Boni für diese beiden Schiffe. Dann gibt es Experte für Verbrauchsmaterial. Ihr haltet eine zusätzliche Ladung für jedes Verbrauchsmaterial eures Schiffes, nachdem ihr zwei feindliche Schiffe zerstört habt. Das ist ein Boni, der kann in jedem Schiff droppen, egal welche Schiffsart ihr fahrt. Dann versenken, verbrennen, zerstören. Die Nachladezeit eurer Hauptgeschütze und Torpedowerfer sowie die Wiederherstellungszeit von Flugzeugen wird um 10% verringert, wenn ihr die Auszeichnung Vernichter erhaltet. Vernichter, das war diese Geschichte mit diesen 60.000 Trefferpunkten, die ihr durch Flutung oder Feuer auf anderen Schiffen machen müsst in einem Gefecht und dann wird einem dieser Boni gedroppt. Das heißt also eigentlich auf Kreuzern und leichten Kreuzern ist das nicht möglich, weil da fehlt ja HE. Da geht es eigentlich nur mit den Torpedos, wenn ihr ganz viel Glück habt und mit den Torpedos Flutung verursacht. Dann eben die DDs, da ist ja HE drauf und Torpedos. Dann die schweren Kreuzer, die HE haben, die britischen Schlachtschiffe, die HE haben und eben die Flugzeugträger, die haben ja Brand und auch eben Torpedos dabei. Das heißt, da haben wir wieder einen ganz klaren Vorteil bei den Zerstörern und Flugzeugträgern, die eben beides haben, ne? Torpedos und Brand und so. Also die ganze Geschichte ist da wahrscheinlich relativ einfach oder einfach herzubekommen, so muss man genau sagen. Das sind die drei Talente und dann geht es noch weiter mit den verbesserten Fertigkeiten. Ihr seht hier schon, die erste Fertigkeit ist 1000 Sasser. Da wird die Nachladezeit der Verbrauchsmaterialien um 10% verbessert statt 5%. Das ist ja der übliche Wert. Und dann gibt es hier, das übersieht man fast, die verbesserte Flugzeugpanzerung, die hier nämlich 11,5% des kontinuierlichen Schadens der Flakgeschütze reduziert anstatt der üblichen 10%. Ja, also auch da ganz klarer Richtungszeig, auf jeden Fall auf einem CV oder auf einem DD einsetzen. Meiner Meinung nach die effizienteste Variante, weil halt ein oder zwei Punkte für einen DD oder CV eben sprechen. Wie viel dieser Kapitän dann kostet, ist aktuell unbekannt. Der wird sicherlich nicht ganz günstig werden.
Und ja, wenn man sich das jetzt so anguckt, man kann 1000 Dublonen, 40 Marken erhalten, also wird man sicherlich auch einigen Reiz gesetzt bekommen, hier für Dublonen diese Marken zu kaufen, um es mal so auszudrücken. Dann kommen wir zu gewerteten Gefechten. Gespielt werden die diesmal in Update 091 auf der Stufe 10 im Format 7 gegen 7 und Wettrüsten ist dabei. Insgesamt dauert die ganze Saison 27 Tage und ihr kennt die ganze Geschichte. Ihr bekommt Sterne, wenn ihr gewinnt. Ihr verliert keinen Stern, wenn ihr Erster im Verliererteam seid und ihr verliert euren Stern, wenn ihr eben verliert, ne, euer Gefecht verliert. 18 Ränge total, 3 Ligen. Zweite Liga 18 bis 11, erste Liga 10 bis 6 und die Premier League ist dann von 5 bis 1. Wettrüstenmodus, das war diese Geschichte mit Fallen am Fallschirm, Buffs auf die Wasseroberfläche und ihr müsst eben die Ersten sein, die diese Buffs einsammeln. Da sind DDs immer ganz gut da drinne und oder eben schnelle Schiffe mit einem guten Tarnwert zum Beispiel. Und diese Buffs werden eurem Team gut geschrieben. Das können zum Beispiel erhöhte Schiffsgeschwindigkeit und schnelle Ruderstellzeit, verringerte Abklingzeit für Motorboost von Flugzeugen sein. Das kann aber auch dauerhafte Trefferpunktwiederherstellung als Prozentsatz des maximalen Trefferpunktevorrats für Schiffe und Flugzeuge. Das heißt, umso mehr Trefferpunkte ihr von Hause aus habt, desto höher ist der Prozentsatz, der wiederhergestellt wird. Schnellere Nachladezeit für die Hauptbatterien, Torpedos oder Wiederherstellungszeit von Flugzeugen auf dem Deck eines Trägers. Oder eben schnellere Nachladezeit von Schiffen und Staffelverbrauchsmaterial. Also diese vier Grunddinge sind möglich. Alles wirkt sich auch auf Flugzeuge aus. Das ist eben neu, weil der CV in Zukunft in diese Art von gewerteten Gefechten eben mitwirken kann und wird. Ja. Wichtig ist eben, dass ihr als Erste diese Buffs einsammelt und nicht der Gegner zuerst tut. Und das ist auch stackable. Das heißt, ihr könnt mehrere Buffs vom gleichen Typ aufsammeln und das verbessert sich immer weiter. Also ihr werdet immer effizienter mit der Zeit. Und am Ende des Gefechts oder nach einer gewissen Zeit im Gefecht erscheint dann in der Mitte ein gewisser Schlüsselbereich und wer diesen Schlüsselbereich erobert, der bekommt relativ schnell Punkte und damit gewinnt er dann das Spiel. Und dann gibt es weitere Veränderungen und zwar in der Oberfläche im Hafen. Und zuerst möchte ich eure Aufmerksamkeit mal auf die Flugabwehr lenken. Ihr wisst ja jetzt auf dem Live-Server Update 090 ist es noch so, dass hier die Kurz-, Mittel- und Langstrecke untereinander aufgelistet wird. In Zukunft wird das hier wohl Work in Progress überarbeitet werden. Das war auch nirgendwo groß angekündigt. Aber ihr habt jetzt hier einen Wert, der immer auf jedem Schiff angezeigt wird. Nämlich in dem Flugabwehrreiter seht ihr hier euren durchschnittlichen kontinuierlichen Schaden, den ihr hier habt. Ja, 375 haben wir hier stehen und das muss irgendwie so ein Durchschnittswert sein, weil wir haben ja hier alleine schon bei diesem Flugzeugträger bis 3,5 Kilometer 475 Schaden und das muss also irgendwie dann, wie auch immer gewichtet, also die Formel kenne ich nicht, eben im Durchschnitt errechnet werden. Und ihr seht dann hier auch, wie viel Detonationsschaden ihr macht, also mit diesen schwarzen Wolken, wie viel ihr den Prioritätensektor, also den verstärkten Sektor erhöht, wie viel Schaden da erhöht wird und wie weit ihr schießen könnt. Und wenn wir dann jetzt mal auf den Minotaur klicken, dann steht da plötzlich 435, 2000 Schaden der Explosion und ihr könnt hier 6,9 schießen, zum Beispiel. Na, also das ist jetzt wirklich für jedes Schiff separat angezeigt und das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich genial, dass man da jetzt einen viel besseren Überblick bekommt. Was interessiert mich der Flugwert von 80 oder so? Das ist so... Ja, man kann es nicht so gut begreifen, finde ich persönlich. Jetzt sieht man ganz klar, ach, ich habe einen kontinuierlichen Schaden pro Sekunde übrigens von 300 im Durchschnitt. Ja, und am Ende komme ich damit schon ein bisschen besser klar. Ja, also ist für mich irgendwie greifbarer die ganze. Aber bleibt auch nicht dabei, sondern ihr habt ja schon von den veränderten Verbesserungen in Update 091 was gehört. Und diese Sache, die findet sich jetzt mit Update 091 eben im Spiel wieder. Ihr habt denn hier andere Verbesserung, zum Beispiel hier diese Maneuverability Aiding System. Ja, da wird nämlich jetzt zum Beispiel die Antriebsmodifikation und die Steuergetriebemodifikation 1 zusammengefasst. Früher war es ja so, dass ihr euch für Antrieb oder Steuergetriebe entscheiden musstet. Mit diesem System werden die beiden Dinger zusammengefasst. Also endlich keine Kompromisse mehr eingehen in diesem Bereich. Dann gibt es in Slot 3 eben hier zum Beispiel als neue Modifikation die Torpedowerfermodifikation 1, die die Schiffstorpedos um 5% beschleunigt, die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer um 20% und das Risiko des Ausfalls um 40% minimiert. Also ziemlich geile Modifikation, gerade auf einer Shimakaze zum Beispiel, ja, oder auf allgemein DDs, die halt sehr torpedolastig sind und ihre ganz eher seltener einsetzen.
in der Vergangenheit musste man da immer noch die Zielsystem skillen oder eben ein Flak-System, wenn man seine Flak verbessern wollte. Diese Modul gibt es immer noch, aber jetzt hat man eben eine zusätzliche Auswahl. Ja, auch das Flak-System hier hat sich zum Beispiel verändert. Die Vorbereitungszeit für Flugabwehrsektoren wird um 20% reduziert. Früher war das da, dass man 2 Explosionen mehr generiert hat. Das ist jetzt aber gewandert. Und das ist weiter nach hinten gewandert. Machen wir bei Slot 6 weiter. Und zwar zur Hilfsbewaffnungsmodifikation 2. Hier ist jetzt Slot 6 und da wird eben die Ladezeit der Sekundärgeschütze reduziert und der kontinuierliche Schaden der Flugabwehr um 15% erhöht, die Explosionen werden um 15% erhöht und die Anzahl der Explosionen um 2 erhöht. Also da wird auch alles zusammengefasst, was vorher ja eben da war. Manche Sachen werden jetzt halt da nicht mehr skillbar sein. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel nur 1 bis 5 skillen kann, weil man nur ein T8-Schiff hat als Beispiel, fällt eben diese Sache eben raus, ne, mit diesen 2 Explosionen. Aber ehrlich gesagt, die 2 Explosionen waren in der Sache sowieso nicht so super effizient, wie meine persönliche Meinung ist. Gut, dann gibt es hier noch in Slot 5 auch Veränderungen, wo ihr eben zum Beispiel hier die Verbrauchsmaterialien eben pimpen könnt, da laufen die dann 10% länger. Oder hier der Torpedoschutz, ja, den könnt ihr hier nämlich um 5% erhöhen. Ja, hier, wir haben hier 19%, wenn wir das jetzt einbauen, hätten wir eben 24%. Und ihr garantiert, dass der Torpedo auf 1,8 Kilometer entdeckt wird. Das ist zum Beispiel auch ein Boni, den man dann mitnimmt, ja. Also eine ganz interessante Sache. Insgesamt finde ich das eigentlich ziemlich gelungen, dass sie jetzt ein paar mehr Möglichkeiten bieten, diese Schiffe so zu beeinflussen, wie man sie eben gerne fährt. Wenn ihr hier Verbesserungen eingebaut habt, die jetzt zusammengefasst werden, dann werdet ihr dafür Creditpunkte im Austausch erhalten. Die werden quasi 1:1 vergütet, wenn man dazu sagen möchte. Und ihr könnt euch dann diejenigen Verbesserungen kaufen, die ihr eben braucht für euren Dampfer. Und dann kommen wir noch zu einer Aktualisierung des Wehrpasses. Kann man jetzt hier noch nicht so richtig viel sehen, ja, aber es wird insgesamt einfacher werden, sich nach vorne zu arbeiten. Die Reihenfolge, in der Spielmöglichkeiten freigeschaltet wurde, wurde verändert. Ja, das heißt, bestimmte Events wurden weiter nach vorne verlegt zum Beispiel. Ne? Ihr könnt jetzt viel früher zum Beispiel an einer Sammlung teilnehmen oder eben an Direktiven teilnehmen, so eine Sachen. Das war eben in der Vergangenheit erst sehr spät möglich. Und die Anzahl an nötigen Gefechten, um einen Großteil der Stufen im Wehrpass zu erreichen, wurde verringert. Also ihr kommt eben früher dahin. Das heißt nicht, dass in Summe weniger Gefechte benötigt werden, aber für ein paar bestimmte Stufen wurde das eben angepasst. Außerdem werden die Belohnungen aktualisiert, die ihr für das Erreichen bestimmter Stufen im Wehrpass erhaltet. Zum Beispiel gibt es nun Kohle, Free XP, Premium-Spielzeit, Tarnung, Container und Verbesserungen und so den ganzen Geschichten. Aber das ist jetzt die gute Nachricht für alle Spieler, die schon lange World of Warships spielen und die den Wehrpass maximiert haben. Die erhalten einen Ausgleich. Zum Beispiel, wenn ihr vor dem Update 091 eure höchste Stufe im Wehrpass freigeschaltet habt, erhaltet ihr 15.000 Kohle, 4 Tage World of Warships Premium Spielzeit, 9 tägliche Container, darunter sind 5 Stück mehr Ressourcen. Dann erhaltet ihr Verbesserungen, verbrauchbare Tarnungen und Wirtschafts- und Spezialsignale. Verbesserung ist ja sehr, sehr interessant, ne? Gerade weil wir jetzt ja neue Verbesserungen ins Spiel bekommen. Könnte man also in Zukunft davon ausgehen, dass man da vielleicht sogar schon eine gewisse Starthilfe bekommt. Und dann kommen wir noch zu einer neuen Karte, und zwar Nordwasser. Diese Karte wird im Modus T8 bis T10 und Epizentrum sowie Herrschaft gefahren. Also Epizentrum sagt ja jedem was, Herrschaft auch. Hier gibt es jetzt ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel Nebelschwaden an der Insel. Allgemein fängt das Szenario ja ziemlich cool gelungen, diese Frostszenario und so weiter. Ich werde euch ein paar Bilder einblenden dazu und ihr könntet einfach nochmal genießen. Bitte vergesst nicht, alles, was ihr hier gesehen habt, ist Work in Progress, kann sich also auch noch verändern. Aber ich wollte gerade vielen, die keinen Zugang zum PTS haben, hier mal einen Eindruck vermitteln, was es für Möglichkeiten geben könnte mit dem zukünftigen Update. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und in der Zeit viel Spaß jetzt noch mit den Bildern, die es noch zu sehen gibt. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi.